So, hallo und herzlich willkommen auf der Bank zu unserem heutigen Thema Wolf-Neuigkeiten. Vielleicht wisst ihr, wenn ihr mir schon länger folgt, ich rede ja über einen Wolf gefühlt einmal pro Jahr, so durchschnittlich. In den ersten Jahren auch ein bisschen häufiger. Und ja, da tut sich hin und wieder mal was. Und in diesem Fall haben wir wieder Neuigkeiten. Grundsätzlich so zum, also nicht nur was wir Deutsche mit dem Wolf anstellen, ist interessant, sondern selbstverständlich auch eben unsere Nachbarländer, insbesondere die Schweiz, Österreich, Polen, weil viel Wolf. Oder auch Länder, die quasi kaum Wolf haben und wie die damit umgehen, beispielsweise Dänemark, kaum bis eigentlich gar keinen Wolf. Was machen die, wenn der da mal ankommt, wäre mal eine interessante Frage. Haben die da schon einen Plan? Weiß ich nicht, aber kann ich mich auch mal irgendwann mit auseinandersetzen? Fällt mir gerade auf, dass mich das mal interessieren würde. Oder Frankreich, die historisch deutlich mehr Probleme mit dem Wolf hatten, als wir historisch betrachtet. Und daher vielleicht eine andere Einstellung zum Wolf haben. Und ja, alles sehr interessant. Natürlich sind auch die politischen Umfelder und die Entscheidungsfindung der jeweiligen Länder anders. Naja, wurscht. Jedenfalls um die Schweiz soll es tatsächlich heute ein wenig gehen, aber auch eben meine Schwarzwald-Situation. Die Schwarzwald-Situation ist deswegen interessant, weil da hinten spielt sich das ab, ne? Und wir sind dahingehend eine interessante Region, um das Vorwärtskommen des Wolfs zu beobachten, weil wir bis vor kurzem, also bis letztes Frühjahr, ne, also 2023 Frühjahr, hatten wir wechselnde Wolfpopulationen im Schwarzwald von ein bis, also seit der Wolf da ist sozusagen, von ein bis vier Rüden. Immer nur Männchen. Ja? Die haben mal mehr, mal länger durchgehalten und darauf gewartet, dass mal ein Weiblein auftaucht, um dann möglicherweise ein Rudel, sprich einen Familienverband, gründen zu können. Das ist lange Jahre nicht passiert. Ich meine 2014 sei der erste Wolf hier angekommen, plus minus ein Jahr. Aber dann ist lange nichts passiert. So, und letztes Frühjahr hatten wir zum ersten Mal einen weiblichen Wolf im Schwarzwald. Der weibliche Wolf hat einen unserer männlichen Wölfe beim Schluchsee gefunden und die wurden gemeinsam abgelichtet. Und da waren so Herzchen in der Kamera, die da überall durch den Wald geflogen sind und die haben sich wohl gut verstanden. Und da hat man kurze Zeit später weitere Fotos per Fotokamera, ne? Also Fotofalle, selbstauslösende Kamera, die irgendwo am Baum hängt, hat man weitere Fotos machen können, wo man beim weiblichen Tier ein sichtbares Gesäuge erkennen konnte. Das bedeutet, die hat Nachwuchs und wiederum einige Zeit später gab es dann auch das erste Foto von einem jungen Wolf. Also der erste im Schwarzwald geborene Wolf seit 150 Jahren, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, genaue Zeitangabe weiß ich dann nicht auswendig. So. Das Doofe ist nur, beziehungsweise das Gute, je nachdem wie man das sehen möchte, der ist überfahren worden vor kurzem, ist noch nicht so lange her. Genaue Zeitangaben, wie gesagt, das tut nichts zur Sache. Und damit haben wir wieder kein Wolfsrudel im Schwarzwald. Ganz interessant und sehr ungewöhnlich ist, dass das ein Einzelkind gewesen zu sein scheint. Vielleicht gab es mal noch mehr Nachwuchs, dann ist der aber frühzeitig verstorben. Was an verschiedenen Gründen liegen kann. Wir wissen momentan jetzt, Obduktion steht noch aus vom überfahrenen Wolf, ob der irgendwelche Krankheiten hatte, was dann die Vermutung naheliegen würde, dass vielleicht seine Geschwister diese auch gehabt haben und er sie überlebt hat. Was er auf jeden Fall hatte, ist die Räude. Die Räude ist bei Hundeartigen eigentlich nichts Besonderes. Das haben von Mardern über Füchse und Wölfe eigentlich fast alle, die da irgendwo zu den Kaniden gehören oder zu der erweiterten Kanidengruppe, wie auch immer man das jetzt zusammenfassen möchte, will ich auch gar nicht weiter ins Detail gehen, aber die Räude ist was relativ Normales, dass es also nur an der Räude gelegen haben mag, ist unwahrscheinlich. Der Fuchs geht da hin und wieder mal zugrunde dran. Ja, und über die Räude müssen wir mal ein bisschen ausführlicher sprechen, als ich das im Beitrag vor Ort getan habe. Das ist also eine entzündliche Hauterkrankung. Wir sehen hier einen befallenen Kojoten, wie alle
alle Kaniden, also Hundeartigen, kann auch der Kojote logischerweise die Räute kriegen. Recht deutlich ist das zum einen am Hinterteil bzw. am oberen Oberschenkel, da sieht man das ganz gut. Ich bilde mir ein, ohne jetzt ein Experte zu sein für Räute, dass man auch am Knie das so ein bisschen sehen kann. Das Kniegelenk ist übrigens das, was da direkt quasi unterhalb des Körpers kommt. Ne? Man darf nicht vergessen, der läuft auf den Zehen rum, deswegen sitzt das Knie weiter oben, als es das bei uns zum Beispiel tun würde. Aber ja, egal. Jedenfalls, die Räute wird von Milben verursacht, hautlebende Milben, die dann eben auf der Haut sich einnisten, sich auch von der Haut als solche, beziehungsweise Hautschuppen und Ähnlichem ernähren und dabei eben starke Entzündungen, starken Juckreiz und starken Haarausfall verursachen, weil eben die Hautschichten, die die Haarwurzel beinhalten, dadurch stark angefallen werden, die Haare fallen aus, was natürlich noch dadurch begünstigt wird, dass das für die Tiere sehr stark juckt, vermutlich auch schmerzt und die sich dann halt überall kratzen, wo halt geht und dann die Haare erst recht ausfallen. So, und das ist jetzt ein Problem. Prinzipiell würde die Räute als solche eigentlich jetzt noch nicht lebensbedrohlich sein, aber gerade insbesondere bei Tieren, die in kalten Klimaregionen leben, wenn bei denen Teile oder das gesamte Fell tatsächlich abhanden kommt, dann kann es passieren, dass die schlicht und ergreifend erfrieren, weil es ihnen eben einfach an Isolation fehlt. Oder sofern sie dann nicht erfrieren, dann steigt trotzdem massiv der Energiebedarf für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, wenn man halt nackig rumrennen muss, wo man normalerweise ein Fell hat. Ja? Also wie gesagt, ist umso schlimmer, je kälter der Lebensraum der erkrankten Tiere. Bei Wölfen hat man diesbezüglich eigentlich im Wesentlichen nur im Nationalpark Yellowstone mal eine größere Untersuchung, also jedenfalls die eine, die ich habe finden können, literaturrecherchetechnisch, durchgeführt und hat festgestellt, dass die Räude vermutlich, beziehungsweise die Häufigkeit des Auftretens der Räude vermutlich in Zusammenhang mit der Wolfsdichte steht. Im Fall unseres Schwarzwaldwolfs ist das also relativ unwahrscheinlich, dass da die Räude im größeren Stil aufgetreten ist, weil die Wolfsdichte ja super, super, super gering ist. Es gibt ja gerade mal zwei Wölfe weit und breit. Von daher interessant, dass dieser Zusammenhang normalerweise zu bestehen scheint. Kann gut sein, dass sich hier unser Jungwolf, beziehungsweise generell vielleicht auch die Elterntiere, bei denen es nicht so gravierend zum Vorschein getreten ist, oder wir wissen es einfach nicht, weil wir ja auch nicht wissen, wie die Elterntiere jetzt momentan gerade aussehen. Aber das wäre also vorstellbar, dass man sich das irgendwie über den Fuchs geholt hat. Theoretisch auch über Wildschwein, theoretisch auch über andere Säugetierarten ist zumindest manchmal eine Infektion möglich. Es gibt es verschiedene Milben, die die Räude auslösen und für den Menschen vielleicht noch mal ganz interessant, kann es mal passieren, dass es zu einer Zoonose kommt. Eine Zoonose ist eine Übertragung eines, ja, naja, eigentlich genau genommen ist es das, wenn ein Krankheitserreger die Artgrenze seines normalen Wirtsspektrums überspringt. Soll heißen, eine Übertragung auf eine neue Spezies. Und ja, im Fall von der Räude kann das also eine Übertragung von Hundeartigen auf ja zum Beispiel Schweine sein oder auf Mensch. Also nur so als Beispiel. Es kommt aber sehr selten vor, dass sich das mal auf einen Mensch überträgt und bei den meisten Räudemilben sind wir ein Fehlwirt, das heißt, die wollen gar nicht zu uns und wir werden sie dann mit entsprechenden Waschungen und entsprechenden Medikamenten relativ schnell und vergleichsweise unproblematisch wieder los. Ja? Gerade Jungwölfe, wenn sie dann an der Räude erkranken, haben eine signifikant geringere Überlebenswahrscheinlichkeit. Mag also durchaus sein, dass unser Jungwolf im Schwarzwald also auch Geschwister hatte und diese dann eben schon verstorben sind, weil die Räude im Wurf ausgebrochen ist. Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Ne? Ob das stimmt, das ist hochspekulativ. Ne? Keine Ahnung, niemand weiß das. Aber ich wollte es einfach nur mal als Möglichkeit in den Raum geschmissen haben und das mal ein wenig erklärt haben. So, für die Hartgesottenen unter euch. Ich halte jetzt gleich für ein paar Sekunden die Klappe.
Diejenigen, die dann hingucken mögen, die sehen ein nicht so hübsches Bild von einem räudigen Hund, im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall, der gar kein Fell mehr hat. Das ist kein hübscher Anblick. Und drum machen wir das jetzt so, dass wir das quasi ein Stück weit zensieren, dass ich da einfach nichts zu sage. Ihr könnt euch das kurz angucken für ein paar Sekunden. Wenn ich anfange wieder zu quasseln, nämlich der Ben vor Ort weiter quasselt, dann könnt ihr auch wieder hingucken. Und ja, einfach jeder, wie er möchte, ob er da weggucken möchte oder nicht. Und das Ganze kommt in 3, 2, 1. Ist es jetzt für die Wolfsbefürworter zumindest furchtbar, furchtbar schlimm, dass der Jungwolf da jetzt verstorben ist? Nicht so richtig, weil die sind gerade wieder dabei. Jetzt müsste dann so langsam die Zeit losgehen, wo sich Männlein und Weiblein intensiver füreinander interessieren. Und Paarungszeit auf gut Deutsch und der nächste Versuch der Reproduktion wird mit ziemlicher Sicherheit stattfinden. Beide Elternteile leben noch, beide Elternteile sind, soweit wir es wissen, soweit gesund. Und man muss dazu sagen, der erste Wurf bei Wölfen, also sie ist ja die erst zum ersten Mal Mutter geworden sozusagen, der fällt immer geringer aus, als das bei späteren Würfen der Fall ist. Daher ist anzunehmen, rein statistisch gesehen, dass nächstes Mal vielleicht ein paar mehr Welpen bei rumkommen. Übrigens, der Welpe, beziehungsweise der Jungwolf, der da überfahren wurde, war auch wieder ein Männchen. Tut so gesehen also nichts zur Sache, was die Berudelung des Schwarzwalds angeht. Damit die Berudelung des Schwarzwalds vorangehen könnte, müsste es halt weibliche Wölfe geben. Und die müssten es dann auch schaffen, geschlechtsreif zu werden, von ihrem Rudel weit genug weg abwandern, um zu den anderen männlichen Wölfen zu kommen, die der Schwarzwald noch hat. Und dann müssten sie denen noch gefallen, beziehungsweise umgekehrt, ne? Und erst dann würde es weitere Rudel geben. Bedeutet, schätzungsweise wird sich die Verrudelung des Schwarzwaldes, und ich rede jetzt von der Verrudelung, bedeutet bei Gründung des zweiten Rudels, dass also eine gewisse Expansion stattfindet, einfach an dem Punkt mal festmachend. Das würde also frühestens in schätzungsweise 3 Jahren der Fall sein, ne? Weil A muss geschlechtsreif, muss geboren werden, Weiblein. B muss geschlechtsreif werden, C muss wandern zum nächsten Rüden und D muss dann Paarungszeit sein, trächtig und Nachwuchs geboren werden. Und erst dann hätten wir also ein zweites Rudel, beziehungsweise jetzt erstmal wieder ein erstes Rudel müssen wir erstmal wieder haben und dann theoretisch ein zweites. So, politischer Diskurs diesbezüglich ist tatsächlich, dass inzwischen in der Bevölkerung eine breite Mehrheit den Wolf gut findet, ja, also das positiv findet, dass der Wolf bei uns zurück ist. Ja, wenn man jetzt versucht herauszufinden, wie denn exakt genau die Stimmung der Bevölkerung ist, dann findet man verschiedene Umfragen, die da diesbezüglich gemacht worden sind. Zum Beispiel hier diese hier vom NABU. Da muss man natürlich so ein klein bisschen immer relativieren. Zum Beispiel, je nachdem, wie man die Frage formuliert, ne, klingt das schon so ein bisschen so, wenn du jetzt hier sagst, nee, dem stimme ich nicht zu, dass du dann offensichtlich überhaupt kein Tierfreund bist und ein ganz, ganz schlechter Mensch, ne? Also beispielsweise, Wölfe gehören in unsere Landschaft, wie es zum Beispiel Füchse, Rehe oder Biber auch. Das suggeriert natürlich, weil da eben noch eine Zusatzinformation, dass ja alle Tiere in unsere Landschaft gehören und so weiter und so fort im Titel drin steht. Eine neutralere Formulierung, wie zum Beispiel, gehören Wölfe in unsere Landschaft? Fragezeichen. Wäre hier also ein bisschen wissenschaftlicher und weniger, ja, um das Ergebnis in die gewünschte Richtung zu drücken, ne? Und Wölfe sollen in Deutschland leben können, auch falls es teilweise zu Problemen kommt. Das ist halt auch so eine Formulierung. Ja, also ich bin da jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive nicht ganz mit zufrieden. Die Ergebnisse wiederum, ja, seht ihr selber, überwiegend hier grün oder mindestens eine Stimme eher zu. Und lediglich bei der Wolf stellt eine Bedrohung für den Menschen in Deutschland dar. Da sind die allermeisten dann der Meinung, dass dem nicht so sei, beziehungsweise nur 14% sehen da zumindest eine Teilweise.
teilweise Bedrohungen drin. So oder so ähnlich sehen die allermeisten Umfragen zum Wolf aus. So oder so ähnlich stark sind aber die allermeisten Umfragen zum Wolf auch so ein kleines bisschen jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich. Ja, es gibt inzwischen auch ein paar etwas wissenschaftlichere, da ist das Bild dann etwas ausdifferenzierter und man kommt so grob subjektive Zusammenfassung meinerseits. Ich habe das jetzt nicht alles zusammengerechnet und wirklich genau nachgeguckt. Aber ich würde sagen, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung findet Wolf richtig gut. Dann nochmal etwa ein Viertel der Bevölkerung findet Wolf noch mindestens okay, bis ist in Ordnung. Und dann haben wir nochmal so etwa ein Viertel, die eher lieber nicht unbedingt zwingend jetzt einen Wolf brauchen und 10%, also beziehungsweise insgesamt 10% von diesem Viertel, etwa die Hälfte, sagen wir mal, die sind dann wirklich Leute, die sagen, ne, ohne Wolf wäre man besser dran, die ihn also auch gerne jetzt wieder weghaben wollen würden. Ja? So kann man es ganz grob mal zusammenfassen, wenn man sich andere Umfragen diesbezüglich auch noch anguckt. Ja? Aber ja, zumindest unter Nabu-Freunden ist das hier das Ergebnis. Und das ist einfach das, was ich jetzt mal eben zitiert haben wollte. Weiter geht's mit dem Ben vor Ort. Situation war dann mal so, dass unser Forst- und Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg, ich meine, er heißt Haug, aber das muss ich nochmal nachgucken, sicherheitshalber. Schreibt es euch hin, wenn es anders wäre. Und der hat gemeint, Wolf im Schwarzwald wäre gänzlich untragbar und völlig unvorstellbar. Ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt. Halte ich für Schwachsinn. Der Schwarzwald unterscheidet sich nicht fundamental von anderen Regionen von Deutschland, die auch schon Wolf haben. Es gibt einfach keine sachliche Grundlage, weshalb das im Schwarzwald so unendlich viel untragbarer sein soll als zum Beispiel in der Lüneburger Heide. Oder sucht euch was anderes aus. Ne? Das ist einfach, da gibt es keine sachliche Grundlage für. Das ist einfach Propaganda bzw. Politik. Je nachdem, wie man es nennen möchte. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ja, so, das ist es. Ne? Das wären die Neuigkeiten. Wir haben leider, also ich habe kein Wolfsrudel mehr, sozusagen. Ich hatte ja mal irgendwann gemeint, ich habe jetzt ein Wolfsrudel. Ich habe es noch nicht mal geschafft, sie besuchen zu gehen, beziehungsweise in die Nähe zu gehen von dem Ort, wo man vermuten könnte, dass man sie vielleicht eventuell besuchen geht. Natürlich sieht man die nicht, die sind noch recht scheu. Zukunftsaussichten dieses Rudels sind allerdings, um dann mal zu unserem Hauptthema eigentlich zu kommen, durchaus nicht ganz gewiss, nicht weil die Eltern es nicht nochmal versuchen werden, das werden sie mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da spricht also nur ganz, ganz wenig dagegen, dass das nicht nochmal stattfindet, aber es wird derzeit generell europaweit sehr darüber nachgedacht, ob man nicht den Wolf von einer streng geschützten Tierart zu einer geschützten Tierart downgraden möchte. Beziehungsweise das EU-Parlament ist wohl so weit, dass sie da vermuten, dass es eine Mehrheit dafür gibt. Und das soll jetzt wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr so auch verabschiedet werden, dass eben eine artenschutzrechtliche Runterstufung des Wolfs stattfindet. Und das bedeutet dann, dass Abschüsse vom Wolf leichter zu genehmigen sind. Beziehungsweise, es bedeutet sogar auch, dass ohne jeden Zweifel, das ist bisher möglicherweise auch möglich, aber noch ein bisschen umstritten, aber dann ist es auf jeden Fall so, dass zumindest in EU-Ländern der Wolf für einen kurzen Zeitraum und mit Abschusskontrolle regulär bejagt werden dürfte. Das könnte man dann einrichten. Ja, Betonung auf einen kurzen Zeitraum, also sagen wir mal 2 Monate, auf keinen Fall länger. Möglicherweise auch kürzer, das kann man sich dann überlegen. Und dass man auch gucken würde, wie viele darf man denn da schießen, aber es wäre zumindest, es ist alles so juristisch so ein bisschen in der Schwebe und schwer zu sagen, wie das dann genau kommt, aber eine reguläre, also wirklich so wie wir jetzt vom so und so vielten bis so und so vielten darfst du den Rehbock schießen. Buff, ja? Und natürlich wird irgendwo gezählt, wie viel Rehbock geschossen wurde und du darfst auch nicht beliebig viel Rehbock schießen, aber im Großen und Ganzen kannst du in der Zeit einfach Rehbock schießen. Ja? Und sowas in der Richtung würde es dann möglicherweise eben auch für den Wolf geben, dass man sagt, November bis Januar beispielsweise, das ist kein schlechter Zeitraum, darf man Wolf jagen. Ja? Und aber halt auch nicht beliebig viele und du musst immer schön nachweisen, jetzt hast du so und so viele geschossen, wo hast du die geschossen und was ist das jetzt für einer, möglicherweise mit DNA-Untersuchung und so weiter und so fort. Aber ja, ne?
Also das kommt auf die EU-Länder ein Stück weit zu. Ich habe sowas in die Richtung ja schon prophezeit, dass es früher oder später irgendwie darauf hinauslaufen muss. Da ich gerne recht habe, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich recht habe, dass es darauf hinauslaufen muss. Das sieht also jedenfalls die Politik auch so über eben sämtliche EU-Parteien hinweg, die jeweiligen dem Umweltschutz eher verpflichteten Parteien sehen das etwas anders als die jeweiligen konservativen Parteien bis hin zu den rechten Parteien. Die sind sofort der Meinung, dass man Wolf garantiert definitiv abschießen muss und alle anderen sind irgendwo so in der Mitte mit so einer gemäßigten Haltung. Wenn es zu viele werden, dann müssten es halt weniger werden. Das entspricht auch mehr oder weniger den Parteienmeinungen in Deutschland. Mehr oder weniger ganz grob zusammengefasst, wenn man zum Thema Wolf mal ein bisschen recherchiert, was die einzelnen Parteien denn dafür eine Meinung zu haben. Und das übrigens auch schon seit Jahren. Ja, das ist also jedenfalls nichts allzu Neues. So, das Ganze ist jetzt also super, super kompliziert und deswegen gibt es hier diese wunderbare Karte, die noch nicht mal Copyright drauf hat. Herzlichen Dank dafür, die eben den Stutzstatus der Wölfe in europäischen Ländern schön übersichtlich darstellt mit vielen lustigen Symbolen, mit denen ihr erstmal nichts anfangen könnt, aber das können wir ja jetzt mal ein bisschen besprechen. Also, gucken wir uns spaßeshalber mal Deutschland an, weil das kennen wir, ne? Da steht B2 und FFH 2 und 4. B2, das ist hier rechts, Berner Konvention. Das ist ein ja relativ internationales Abkommen zum Schutz von bedrohten Tieren und ich glaube auch Pflanzen, das eben auch die Schweiz unterzeichnet hat und diverse Nicht-EU-Länder ebenfalls unterzeichnet haben. Jetzt unabhängig davon, ob es da jetzt Wölfe gibt oder nicht. Das bezieht sich auch noch auf diverse andere Tiere und ist vielleicht das, ja, es zählt zumindest zu den wichtigsten internationalen Artenschutzabkommen neben CITES. CITES ist die Convention International mit Trading in Endangered Species oder so ähnlich. Also da geht es einfach darum, dass bedrohte Tierarten nicht gehandelt werden sollen, so sie dann sehr bedroht sind. Das soll verhindern, dass man zum Beispiel Nashornhorn handelt und da enorm viel Geld für bekommt oder Elefantenstoßzahn oder sowas in die Richtung. Ne? Die ist nochmal ein bisschen weitreichender international, aber danach kommt, soweit mein aktueller Stand ist, der ist allerdings nicht sehr aktuell zugegeben, die Berner Konvention. Falls das jemand besser weiß, möge er mich korrigieren, ansonsten stimmt es, glaube ich, so. Ja, und der Anhang 2 sind quasi die streng geschützten Arten. Wenn also jetzt zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland B2 steht, dann bedeutet das, dass Stand 2008 wohlgemerkt, der Wolf in streng geschützter Art der Berner Konvention geführt wird. Und die darf nur eben in speziellen Ausnahmefällen mal entnommen werden, wenn das dann unbedingt notwendig ist, aber auf keinen Fall regulär bejagt werden und schon gar nicht flächig. Vorgesehen ist insbesondere beim Wolf laut Berner Konvention ein Zonenplan, bedeutet, man weist Zonen aus, in der der Wolf überhaupt nicht bejagt wird, Zonen, in denen er auf Antrag bei speziellem Grund eventuell mal entnommen werden kann, also individueller Prüfung pro Tier sozusagen, das entnommen werden soll, und Zonen, in denen der Wolf unter Management und einem normalen guten, standardmäßigen Jagdmanagement, also zum Beispiel eine bestimmte Zeit, in der geschossen werden darf und dann dürfen so und so viele Wölfe geschossen werden, aber mehr nicht und auch nur in dieser bestimmten Zeit und unter diesen Bedingungen dann bejagt werden darf. Das wäre also so fast schon eine normale Bejagung, aber nochmal unter dem Management, dass dadurch der Bestand des Wolfs nicht erlöschen darf. Im Übrigen müsste ein Land, das sich der Berner Konvention unterzeichnet hat, in dem der Wolf leben könnte, es aber nicht tut, dann auch darum kümmern, dass man ihn wieder ansiedelt, sollte er ausgestorben sein. Ne? Das ist jetzt in den meisten europäischen Ländern so, dass der Wolf von alleine wieder eingewandert ist. Aber ja, ne? Also ihr seht hier diese dunkelgrün, olivgrün, was immer das ist, diese B2-Länder, das sind halt all die Staaten, die zumindest das so weit unterzeichnet haben. Auch zum Beispiel Norwegen. Norwegen hat nur ganz, ganz wenige Wölfe, weil sie halt sagen, mehr Wölfe
Hilfe können sie sich nicht leisten. Das geht bei denen durch. Ja, und die Schweiz war da eigentlich bisher eigentlich immer ganz zufrieden mit, hat jetzt aber, ich glaube, schon vor ein paar Jahren beantragt, dass bitte beim Wolf eine Rückstufung von Kategorie 2 auf Kategorie, also die darunter, erfolgen soll. Also von streng geschützt zu nur normal geschützt, in Anführungszeichen. Ja, also das wird jetzt gleich dann auch noch spannend, wenn wir jetzt mal dann drüber reden, wie denn jetzt genau die Schweiz eigentlich gegen den Wolf bzw. gegen die aus Sicht der Schweiz entstandene Überpopulation des Wolfs vorgehen mag. In Deutschland haben wir also neben der Berner Konvention auch noch die FFH-Richtlinie, das ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU, die gibt es auch schon ein ganzes Weilchen und die hat auch diverse Anhänge. Und je nachdem, in welchem Anhang die Art, die man gerade anguckt, erwähnt wird, desto strenger geschützt ist die. Zunächst mal Anhang 4, streng geschützt, ne? Das bedeutet, dass nur in Ausnahmen, die man speziell geplant und von den Behörden speziell abgeklärt, mal ein Wolf entnommen werden darf. Es muss also für jeden geschossenen Wolf wieder ein Antrag gestellt werden und da muss begründet werden, warum das hier jetzt nötig ist, weil das irgendwie ein verhaltensauffälliges Tier ist, das zum Beispiel Schafe gerissen hat, viele Schafe, ne? Und man überlegt auch hier, ob man da den Wolf nicht, das wird wahrscheinlich bald passieren, auf Anhang 5, also normal geschützt, runterstuft. Eine Bestandesregulierung ist also möglich unter Berücksichtigung des günstigen Erhaltungszustands. Das bedeutet, das Tier kann normal in Anführungszeichen bejagt werden. Es muss aber immer geguckt werden, dass man auf keinen Fall so viele wegschießt, dass die Population zu erlöschen droht oder, das ist auch ganz wichtig, die Population nicht genetisch so stark eingeschränkt ist, dass sie dann quasi an Inzucht aussterben wird. Bedeutet, wenn du, und das ist eben sehr umstritten, wenn man sich zum Beispiel Norwegen oder Schweden anguckt, die haben nämlich so wenig Wölfe, dass man sich da schon fragen kann, ob das mit dem genetischen Status noch funktioniert. Ne, Schweden hat, glaube ich, irgendwie gefühlt, leisten die sich 100 Wölfe auf riesiger Fläche, wo eigentlich im Grunde Wölfe leben könnten, aber das ist eben der Rentierhaltung geschuldet, dass man da keine Wölfe haben möchte und dass da nur 100 Wölfe in Anführungszeichen irgendwie sowas um den Dreh geduldet werden, führt das eben dazu, dass die nicht so wirklich viel genetischen Austausch haben. Norwegen hat, glaube ich, sogar noch weniger, beziehungsweise nur wenige Zonen, wo Wölfe eben geduldet werden und im Rest des Landes werden sie eben nicht geduldet. Die Berner Konvention ist, was den Wolfschutz angeht, weniger streng als die FFH-4-Richtlinie. Ne? Eine FFH-5-Richtlinie sollte es eben dazu kommen, was sehr wahrscheinlich ist, dass er dazu runtergestuft wird, gibt dann aber auch ähnlich viele Möglichkeiten zur Wolfsbejagung, wie die Berner Konvention das momentan gerade tut. Wenn man ihn in der Berner Konvention auch noch runterstuft, dann wären natürlich die Bejagungsmöglichkeiten relativ umfangreich. Da gibt es eigentlich im Grunde praktisch nur noch das Verbot, dass die Tierart so stark bejagt wird, dass sie wieder ausstirbt. Also sie muss erhalten bleiben. Das ist auch schon alles, mehr oder weniger. Ne? Also so kann man sich das ungefähr zusammenreimen. Und wie gesagt, ihr seht auf dieser Karte, nach welchen Kriterien der Wolf jeweils geschützt ist. Wenn wir uns zum Beispiel Spanien angucken, weil Spanien in der EU gibt es da wieder FFH4. Aber nur Berner Konvention 3. Also da wäre er zum Beispiel relativ wenig nach Berner Konvention geschützt, beziehungsweise in Teilen Spaniens, nämlich da im Norden, ne? Da hätten wir auch FFH nur 5 in Anführungszeichen. Also man kann da durchaus reden und man kann sich als Land jeweils selber so ein Stück weit überlegen, beziehungsweise begründen, welchen Schutzstatus der Wolf im jeweiligen Land haben soll. Das hängt auch einfach von der Zahl der Wölfe und der Vergangenheit der Wölfe ab. Wenn wir uns zum Beispiel mal Estland, Litauen angucken, die haben alle nur Status 5, weil Wolf gab es da schon immer, der war da nie weg und da gibt es eigentlich kein wirkliches Wolfsmanagement-Problem in Anführungszeichen, ne? Aber nochmal, die Karte ist schon ein bisschen älter, das ist alles Stand 2008 und da wird sich jetzt einiges dran tun. Aber ich dachte, das wäre jetzt mal eine schöne Gelegenheit, sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen, welchen Schutzstatus denn der Wolf eigentlich unterliegt.
In Deutschland ist er übrigens inzwischen, ich meine, in einem Bundesland war es Brandenburg, weiß ich nicht mehr genau, schreibe ich euch unten hin, inzwischen auch im Jagdrecht aufgenommen, aber ganzjährig geschützt. Ob der im Jagdrecht drinsteht für Deutschland oder nicht, hat keinerlei Auswirkungen auf den FFH-Status, das ist völlig egal. Daher die ewige Diskussion, ob der Wolf nun ins Jagdrecht muss oder nicht, hat praktisch erstmal überhaupt keine Auswirkungen. Also wegen mir darf er da auch gerne drinstehen. Muss er aber auch nicht. Ich sehe da keinen nennenswerten Vorteil oder Nachteil durch. Das heißt, da wird sich also einiges ändern und in diesem Fall ist Vorreiterländchen die Schweiz. Die Schweiz hat nämlich grob 35, 36 Wolfsrudel. Das ist deswegen bemerkenswert, weil sie vor ein paar Jahren noch deutlich weniger, ich meine 12 oder sowas, Wolfsrudel hatte. Da gab es also einen rapiden, exponentiellen Anstieg, also eine fast Verdreifachung der Wolfspopulation der Schweiz innerhalb weniger Jahre. Genaue Zahlen und so weiter und so fort gibt es dann gleich per Voice-Over, wenn wir uns auch noch mal die Karte diesbezüglich angucken. Aber grob kann man sagen, dass die jetzt eben aufgrund dieser Massenvermehrung von Wolf und der zunehmenden Wolfsrisse dieses Jahr, also letztes Jahr 2023, eben im Verlauf von 2023 beschlossen haben, dass sie November bis Januar von 2023 tatsächlich auch schon die Wolfsjagd auf genehmigte Rudel erlauben wollen. Soll heißen, die Kantone, in der Schweiz läuft ja vieles auf Kantonalebene, für diejenigen, die das nicht wissen, die haben da jede Menge von, ich kann mir immer nicht nie merken, 26, irgendwie sowas in die Richtung, kleines Land mit jede Menge unterschiedlichen, selbst weitgehend selbstregierten, ja, Einheiten. Das ist für uns Deutsche etwas schwierig vorstellbar, aber das funktioniert offensichtlich, ja. Zum Teil auch beneidenswert gut. Zum Teil auch etwas lustig, aber ja, ihr wisst ja, ich mache ja gerne Schweizwitze, immer mal wieder aus Neid. Ne? Witze immer nur nach oben, ja? Niemanden belächeln bzw. drüber lustig machen, der sozial irgendwo unten rumkriecht, die haben schon genug Probleme. Immer schön bösen schwarzen Humor nach oben schießen. Und ja, wenn man als Deutscher nach oben schießen möchte, dann bleibt einem eigentlich nicht viel außer rein technisch gesehen Norwegen, die Schweiz. Möglicherweise noch Island, theoretisch, aber die sind auf unlauterem Wege zu Reichtum gelangt, noch Dubai und solche Späße, ne? Und Dubai ist kein Land, ich weiß. Egal. Oder doch? Weiß ich gar nicht. Ach, keine Ahnung. Kenne mich da nicht aus. Jedenfalls. Die Schweiz hat eben damit jetzt beschlossen, etwa ein Drittel ihrer Wölfe abzuschießen, so dann bei dem entsprechenden Kanton, in dem das jeweilige Rudel lebt, ein Antrag gestellt wird, dass das jeweilige Rudel geschossen werden soll. Das wird dann geprüft, ob das Rudel tatsächlich zu schießen ist, weil es muss irgendwas geben, was als Anhaltspunkt funktioniert, dass das Rudel meinetwegen Haustiere gerissen hat und deswegen geschossen werden soll. Das ist auch fast immer der Grund, weshalb es dann eben geschossen werden soll. Es gab einen Fall, soweit ich mich erinnere, bei dem das eben nicht der Fall gewesen ist. Da hatte das Rudel dieses Jahr zumindest keine Haustiere gerissen und sollte dann erstmal nicht geschossen werden. Und es gibt, glaube ich, noch mal irgendeinen anderen Fall, aber das gucken wir uns jetzt gleich genauer an, wo nur Teile des Rudels geschossen werden sollen. Ja, so. Aber wie gesagt, Details jetzt. Hossa, so, hier haben wir jetzt eine Schweizkarte. Unten findet ihr die Quelle. Im Übrigen den Link zu dem Ding findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, damit wir uns da richtig verstehen. Das ganze Ding ist von Cora. Das ist unter anderem eine Seite, wo man sich eben wunderbar zu Wölfen in der Schweiz informieren kann. Und das ist die Schweiz, ne? Ich möchte an der Stelle noch mal kurz erwähnen, wir sehen oben rechts den Bodensee nur so ein bisschen als großen Vergleich für diejenigen von uns, die jetzt gar keine Ahnung haben, wie groß oder klein, sie ist eher klein, die Schweiz eigentlich ist. Aber grob kann man die Schweiz jetzt unterteilen, im Prinzip in die Berge oben links, das ist das Jura. In der Mitte gibt es das Mittelland und im nördlichen Osten der Schweiz haben wir dann eben so die großen Landwirtschaftsregionen, die haben wir ansonsten noch so ein bisschen im Mittelland.
Mittelland. Und alles, was südlich vom Mittelland ist, da sind halt Berge. Und in den Bergen, da leben tatsächlich die Wölfe. Interessanterweise leben die Wölfe nur so in den abgelegeneren Teilen der Berge tatsächlich, wo aber eben auch was zu fressen zu finden ist. Das heißt, es musste auch genügend Täler geben. Das sind alles keine Hochlagenwölfe, die irgendwo oben, was weiß ich was, ums Matterhorn drumherum springen. Nee, halt, das Matterhorn ist gar nicht in der Schweiz, oder? Schatz, ist das Matterhorn in der Schweiz? Natürlich ist das Matterhorn in der Schweiz. Ja, da geht's wieder los. Der Deutsche mit seinen mangelhaften Geografiekenntnissen. Aber soll sonst die Toblerone-Schoki herkommen? Frau meint, wo soll sonst die Toblerone-Schoki herkommen? Ja, natürlich, ja. Jetzt leuchtet es mir auch gerade wieder ein. Ja, wie dem auch sei, jedenfalls tatsächlich in den abgelegeneren Bergregionen haben wir die Wölfe, weshalb auch die Kantone, die beschlossen haben, jetzt Wölfe zu schießen, weitestgehend die Bergkantone, wie zum Beispiel Graubünden oder Wallis, sind, die da besonders viele Wölfe da haben. Das, wenn man sich auskennt geografisch, sieht man das ja auch in der Karte. Ich will jetzt aber gar nicht zu sehr auf der Schweizer Geografie rumreiten. Aber ja, es ist bemerkenswert, dass die Schweizer Wölfe sich doch weitestgehend von den stärker besiedelten Regionen der Schweiz vollständig fernhalten und wir überhaupt keine Wölfe in den Gebieten, also zumindest keine Wolfsrudel in den Gebieten haben, in denen wir zum Beispiel dann wirklich große Städte, wie zum, also vergleichsweise große Städte, ne, wie Zürich oder Bern. Bern ist eigentlich gar nicht so groß, egal. jedenfalls abseits der Verschweizer Verhältnisse großer Städte befinden sich die Wolfsrudel. Und ja, dementsprechend ist es vor allen Dingen ein Agrarproblem, beziehungsweise eben ein Problem der Weidetierwirtschaft, die eben in diesen Gebieten eine große Rolle spielt. Und das kann aber der Ben vor Ort dann jetzt auch wieder ganz gut erklären, hoffe ich. Wenn ich mich richtig erinnere, dass das der Ben vor Ort gut erklärt hat. Ja. Und was halten wir jetzt davon? Das ist jetzt so die wesentliche Frage. Also nochmal, ich habe ja schon gesagt, dass irgendwann beim weiteren unkontrollierten Wachstum der Wolfspopulation, um ja eine vernünftige Vermeidung von Schäden durchzusetzen und ein weiteres exponentielles Wachstum der Wolfspopulation ein Stück weit zu begrenzen und die Chance des Aufeinandertreffens von Mensch und Wolf, beziehungsweise von Nutztier und Wolf zu reduzieren, früher oder später eine gewisse Bejagung des Wolfs sicherlich notwendig sein wird. Ja, das sage ich schon seit gefühlt meinem ersten Wolfsvideo, dass das irgendwann wahrscheinlich mal passieren wird. So, jetzt ist es soweit. Ja, die Schweiz ist damit das erste Land in Europa, nicht EU, ne, aber trotzdem in Europa, das eine großflächige und mengenmäßig richtig relevante Bejagung vom Wolf zulässt, ne? Abseits davon, dass sie das jetzt beschlossen haben und sie da auch nichts von abbringen wird, gibt es noch die Möglichkeit, beziehungsweise kann es sein, dass da noch eine Klage internationaler Art im Raum steht. Ich glaube, der WWF unter anderem wollte das mal prüfen lassen, weil der Wolf ja auch international nach internationaler Artenschutzkonvention auch geschützt ist. Ja? Allerdings sieht dieser internationale, also völlig international, weltweit, ne? Da ist auch die Schweiz mit drin in dieser Vereinigung bzw. dieser Übereinkunft. Die macht ja nicht bei vielen mit, aber bei manchen dann halt doch. Und da ist halt eben auch, wie gesagt, die Schweiz dabei. Und da heißt es, dass eine Bejagung des Wolfs sinngemäß dann möglich ist, wenn sie sehr kurzfristig erfolgt, vorher ein plus-minus günstiger Erhaltungszustand herrscht, bedeutet, dass ein Erlöschen der Population ausgeschlossen ist durch die Art der Bejagung, wie gesagt, zeitlich stark begrenzt und drittens, sie selektiv auf ausgewählte Tiere erfolgt. In diesem Fall ausgewählte Rudel. Und streng genommen sind also diese Kriterien, locker formuliert, nochmal, ne, im Fall der Schweiz durchaus gegeben. Aber worüber man vielleicht stolpern könnte, vielleicht, das muss dann halt eben entschieden werden vor Gericht, ist, ob die Wölfe denn schon einen günstigen Erhaltungszustand haben. Denn die Zahl der Wölfe, die da sein muss, steht im Verhältnis, also zur Beurteilung des Erhaltungszustandes, vom Platz, der im Lebensraum gegeben ist. So, und jetzt sind die Kantone, die jetzt Wölfe schießen, allesamt Bergkantone, die eben abseits ihrer Dörfer eine Menge Platz haben, was halt alles Berge sind, wo man als Mensch nicht so gut vorwärts kommt, wo der Wolf besser vorwärts kommt als wir,
auch nicht so ganz, ganz gut vorwärts kommt, aber im Grunde schon jede Menge zivilisationsferner Bereich vorhanden ist. Und da könnte es sein, meinen jetzt einige, dass es vielleicht das ein Punkt sein könnte, der der Schweiz da juristisch zum Verhängnis, in Anführungszeichen, das wird sich die Schweiz ohnehin, man kann der Schweiz nicht viel sagen nach internationalem Recht. Ein bisschen was ja, aber wenn die sagen, nein, da machen wir nicht mit, dann machen sie da halt nicht mit. Und die haben eine Tradition des Nicht-Mitmachens. und ja, dementsprechend, aber eben die Tatsache, dass es viel Wildnisraum gibt, der potenziell viel Platz für Wölfe zulassen würde und viele Rückzugsmöglichkeiten für Wölfe ermöglichen würde und damit auch vergleichsweise viele Rudel, die allerdings dann eben auch bitteschön wegbleiben sollen von den Alpen, also nicht dem Gebirge, sondern der beweideten Fläche, der Alp, ne? Also Alm auf Deutsch Alm, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Und den Sennen nicht so sehr auf den Keks gehen. Die Sennen sind die Almbauern auf Deutsch, ne? Die da oben halt eben ihr Vieh weiden lassen, weil woanders haben sie keinen Platz. Und dann kommen die über den Winter wieder runter und im Sommer wieder hoch und wieder runter. Und das ist erstens ein wichtiges Kulturgut der Schweiz. Geld verdient da kein Mensch mit, ne? Also jeder Sennenbetrieb ist ein Zuschussbetrieb. Bei den Schweizer Lebenshaltungskosten geht das nicht ohne massive Subventionen. Die wollen es trotzdem weiter durchziehen, hochdemokratisch beschlossen, habe ich großen Respekt vor, ist alles super. Die sind hoch angesehene Leute, aber den Job musst du wirklich machen wollen, weil Urlaub ist da nicht, wenn du nicht eine Vertretung hast, die alternativ quasi morgens ganz früh aufsteht, abends spät genug schlafen geht und den ganzen Tag nur am Ackern ist, um die Viecher zu versorgen. Und wenn jetzt auch der Wolf dazu kommt, dass man nicht nur die Viecher melken, darauf aufpassen muss, dass sie nicht verloren gehen und auch noch nicht gefressen werden, wenn das jetzt noch dazu kommt, dann ist diese Arbeit wirklich ein Knochenjob sondergleichen und dass die Sennen da eben entsprechend nicht besonders begeistert sind, kann man nachvollziehen. Und dass die Sennen entsprechend protestiert haben, kann man nachvollziehen. Dass die Schweizer Regierung bzw. das Schweizer Volk, ich weiß gar nicht, ob das dazu eine Volksabstimmung gegeben hat oder ob das wirklich mal was ist, was die Regierung beschlossen hat, beziehungsweise das Parlament, könnte auch sein. Das weiß ich nicht, das muss ich noch rausfinden. Ich schreibe es euch unten hin, falls ich es rausfinde. Wenn nicht, müsst ihr es selber rausfinden. Das wundert einen nicht, weil eben die Sennen und die Sennenwirtschaft ein hohes Kulturgut in der Schweiz sind. Das ist also wichtig. Ja? Und der Erhalt dessen, das lässt sich die Schweiz eben schon seit traditionell sehr langer Zeit einiges kosten, soweit ich das jetzt als Nicht-Schweizer und Außenstehender irgendwie beurteilen kann. Meine Schweizer Zuschauer, ich habe ein paar, wenn ihr dazu was zu sagen habt, bitte gerne, würde mich wirklich sehr freuen. Wenn ihr wollt, auch gerne ausführlich, würde mich auch sehr freuen. Schreibt es in die Kommentare. Aber es ist ein, ich will es nicht sagen radikaler Weg, aber es ist für europäisches Recht und den momentanen Schutzstatus des Wolfs in EU-Ländern, ist es schon eine sehr große Jagdveranstaltung, die da jetzt gerade stattfindet. Und für das EU-Verständnis des Wolfsschutzes ist es schon bemerkenswert, dass sie auf einmal so viele Wölfe abschießt. Ne? Also juristisch haben wir schon beurteilt, geht wahrscheinlich durch, wenn nicht, kann es euch egal sein, aber ja, nicht ganz egal, aber. So, also, da müssen wir jetzt doch nochmal ein bisschen tiefer in die Politik reingucken, weil ich finde das gerade außerordentlich spannend. Schweizer Politik ist sowieso spannend, ich meine, das ist das demokratischste Land der Erde, das macht es schon grundsätzlich sehr erstrebenswert und spannend für jemanden, der Demokratie gut findet, also eben mich, finde ich prinzipiell wirklich gut. Und ja, es hat im Jahre 2020 tatsächlich auch schon mal eine Abstimmung zur Frage, ob man das Jagdgesetz bezüglich Wolf lockern soll, gegeben. Bedeutet, das Stimmvolk, also sprich alle Schweizer, die da irgendwie wahlberechtigt sind, haben da schon mal zu abgestimmt und dabei kam raus, dass 51,9% des Stimmvolkes der Meinung sind, dass es keine Änderung des Jagdgesetzes bzw. keine Lockerung des Jagdgesetzes braucht. Bei so einer Abstimmung in der Schweiz, da gibt es immer Ja oder Nein. Es gibt einen Vorschlag und bei Ja wird der angenommen und bei Nein wird der halt eben abgelehnt. Also im Regelfall kann man sagen, bei Nein bleibt es wie es ist und bei Ja ändert sich irgendwas. Und in diesem Fall gab es eben ein knappes Nein. Das bedeutet, es hätte sich nichts geändert.
beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hat sich auch nichts geändert. Und meistens ist es dann so, dass das Thema damit dann auch plus minus, habe ich mir zumindest sagen lassen, aber dann müssen auch wieder die Schweizer in den Kommentaren gerne mal noch ihren Senf dazugeben. Aber ich habe mir sagen lassen, häufig ist es so, dass das Thema damit vom Tisch ist, wenn die Volksabstimmung quasi negativ ausgefallen ist. Offensichtlich gibt es keine Mehrheit dafür, hier irgendwas zu ändern, also bleibt es, wie es ist. So, in diesem konkreten Fall haben wir jetzt aber die ganz seltene Ausnahmesituation, dass die Schweizer Regierung, ja, die Schweiz hat ja zusätzlich noch eine Regierung, vergisst man schnell, die hat tatsächlich eigenmächtig beschlossen, doch das Jagdgesetz zum Schutz des Wolfes aufzuweichen. Und bis zu dem Punkt, wo wir uns jetzt befinden, dass jetzt eben ein Drittel der Schweizer Wolfpopulation theoretisch geschossen werden darf. Und dafür gibt es ausnahmsweise, und das ist dann doch eher selten, keine Legitimation durch eine Volksabstimmung in diesem Fall. Ja, das haben sie also tatsächlich, korrigiert mich, wenn ich da irgendwas übersehen habe, nochmal an die Schweizer gerichtet, aber das haben sie jetzt hier eigenmächtig tatsächlich beschlossen aus Regierungskreisen. Das ist nicht so häufig der Fall. Übrigens, dass das Stimmergebnis hier denkbar knapp ausgefallen ist, das ist völlig normal für Schweizer Verhältnisse. Das fällt immer super knapp aus. Ja, das ist einfach so, ne? Wenn mal ein 60-40-Ergebnis rauskommt, dann ist das extrem eindeutig und 70 zu 30, das ist quasi nationale Einigkeit, kann man das dann fast schon nennen. Also das passiert so selten, dass das wirklich ungewöhnlich einig ist. Das Schöne ist, ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis gab es zum Beispiel bei der Frage, ob die Schweiz ihren Klimaschutz ausweiten möchte. Sehr, sehr eindeutig, ja, das wollten sie. Was ich toll finde im Übrigen. Naja, egal. Aber ja, wir haben es hier also wirklich mit diesem sehr, sehr seltenen Fall, dass die Regierung eigenmächtig gegen das Volk sozusagen hier handelt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Abstimmung hier noch aktuell ist. Tatsächlich waren die Lockerungen des Jagdgesetzes, die 2020 abgestimmt worden sind, also am 27.09. konkret, weniger gravierend als das, was jetzt möglich ist. Ja? Also die Schweiz hat streng genommen per Volksentscheid damals schon Nein gesagt zu einer deutlich locker, also deutlich laschereren Reduzierung des Wolfschutzes. Und die Regierung hat jetzt eine viel, viel größere Reduzierung des Wolfschutzes eigenmächtig durchgeboxt. Ein Stück weit Begründung, ich habe da jetzt nicht alles zu gelesen, was es zu lesen gibt, aber ein Stück weit Begründung ist wohl, dass wir ihr hier aus dieser Karte entnehmen könnt, und wir erinnern uns an die Karte, wo die Wölfe wohnen, ja, dass die Kantone und Regionen der Schweiz, in denen tatsächlich die Wölfe sind, die sind alle dafür, dass man das Jagdrecht aufweichen und den Wolfabschuss erleichtern möge. Ja, dagegen sind die städtischen Kantone, beziehungsweise die Kantone, die überhaupt keinen Wolf haben. Und da diese Kantone, also die, die hier rot sind, einfach bevölkerungsreicher sind als die Bergkantone, da wohnt kaum wer, kommt jetzt hier eben insgesamt dieses Bild zustande. Ne? Auch wenn eben insbesondere die wolfsreichsten Regionen, also unten rechts vorsichtig formuliert, die sind ja klar dunkelblau und klar ja, dass sie eben einen Abschuss von den Wölfen haben wollen, weil bei denen eben auch die Schäden entstehen und das eben regional für die dann auch logisch ist. Ja, und mit dieser Begründung scheint jetzt auch eben die Regierung vorgegangen zu sein und eben zu sagen, dass ja, die Leute, die es betrifft, waren ja trotzdem dafür. Das heißt, wir entscheiden jetzt eigenmächtig sozusagen, also abgesehen davon, dass die natürlich auch gewählt sind, die Regierung. Ne? Das ist ja alles schon auch demokratisch legitimiert, nur in diesem Fall halt mal indirekte Demokratie und nicht direkte. Das ist also quasi wie in Deutschland in dem Fall, dass sie die Notwendigkeit trotzdem sehen, dass man da jetzt was tun muss. Zumal, ich hatte es eben irgendwo mal eingeblendet, die Wolfspopulation ja wirklich explodiert ist, in Anführungszeichen, und die Schäden durch den Wolf sich in 2 bis 3 Jahren quasi verdreifacht haben. Und das sollte eigentlich schon nicht der Fall sein, ne? Könnte man jetzt sagen. Aber wie ihr das jeweils seht, ist eure Sache. Ich wollte jetzt nur mal hier nochmal ein kleines bisschen einen politischen Blick drauf werfen. Ganz spannend ist auch noch folgender Artikel, ausnahmsweise mal eine Quelle, die ich normalerweise nicht zitieren würde, aber in diesem Fall, weil ich mich eben nicht auskenne in der Schweiz.
Verlinke ich euch selbstverständlich auch wieder unten. Das ist von PETA, also die radikale Tierschutzorganisation. Da ich Radikalismus immer scheiße finde, finde ich auch PETA scheiße. Aber interessant ist eben, dass die hier genau diesen Punkt aufgreifen. Jagdgesetz Schweiz, Wolfsschutz trotz Volksabstimmung gelockert, weil die Volksabstimmung eben das Gegenteil haben wollte. Und das ist eine ganz lange Seite, da kann man jetzt noch ewig weit nach unten scrollen. Guckt euch die Quelle gerne auch im Original, in der Videobeschreibung an. Und wenn ihr wollt, lest euch das mal durch. Ich fand es einfach nur interessant. Und es gibt zumindest noch andere Leute, auch wenn es nur in Anführungszeichen Peter ist, denen auch aufgefallen ist, dass hier quasi jetzt gegen die Volksabstimmung gehandelt würde, beziehungsweise gehandelt wurde oder aktuell gerade gehandelt wird, weil die Abschüsse laufen ja gerade, wenn man das so formulieren möchte. Naja, jedenfalls sehr spannend. Ich will mich da gar nicht allzu sehr einmischen, geht mich nichts an. Aber ja, zurück zum Ben vor Ort. Ökologisch muss man sich jetzt allerdings noch die Frage stellen, beziehungsweise werde ich meinen Senf jetzt einfach mal dazugeben. Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ist es genau richtig? Ist es überhaupt sinnvoll, welche zu schießen? Letzteres auf jeden Fall. Tut man jetzt, ich mag den Wolf, ich liebe den Wolf, das ist ein wunderbares Tier, keine Frage, aber man tut dem Wolf keinen Gefallen, wenn er immer mehr zum Problem wird und irgendwann ein gewisser, diese Stimmung, dass der Wolf prinzipiell was Gutes ist, irgendwann umschlägt. Ja? Und man tut auch der Schweiz, beziehungsweise generell auch den Tierhaltern keinen Gefallen, wenn zu viel Wolf da ist, dass die Weidetierhaltung in den Alpen so nicht mehr möglich ist. Dann sind die Alpenlandschaften, die wir kennen und lieben, auch in Gefahr. Also es gibt viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es gäbe ökologisch gesehen natürlich auch Vorteile, weil eben die Sennenwirtschaft bzw. die Alpwirtschaft, diese ganzen Wiesen da oben im Hochgebirge, die waren ja mal bewaldet. Wenn man jetzt sagt, der Wolf verhindert, dass ab sofort sowas noch möglich ist, und das so unwirtschaftlich wird, weil man auch noch auf den Wolf aufpassen muss, dass es aufgegeben werden muss, dann würde auf diesen Flächen früher oder später, eher später, irgendwann der Wald zurückkehren und wir hätten damit eine Erhöhung der Waldfläche. Also zumindest häufig werden sie natürlich bewaldet. Nicht immer. In der Schweiz geht es so hoch, da können sie auch irgendwann abseits der Waldgrenze. Dann sieht die Sache wieder anders aus, ne? Aber häufig wären sie normalerweise bewaldet und das wäre eine Zunahme der Waldfläche. Das ist prinzipiell was Positives, aber natürlich auch auf Kosten von Oppositionskosten, ne? Opposition, Opportunitätskosten, Entschuldigung, die dadurch eben entstehen würden, dass man dann halt eben dann nicht mehr bestes Biorindfleisch produziert. Übrigens weitgehend tatsächlich bei dieser extensiven Rinderhaltung, wie sie auf den Alpenwiesen stattfindet, tatsächlich weitgehend mit nur einer geringen bis gar keiner CO2-Emission, wie man inzwischen weiß, weil die wenigen Rinder, die da auch hinscheißen, wo sie fressen und das Ganze in den Boden eingearbeitet wird, was sie da hinscheißen, führt zu einer enormen Humusanreicherung auf diesen Alpwiesen. Und Humus ist gleich Kohlenstoff und damit wird im Boden da auch eine gewisse Menge Kohlenstoff gespeichert. Ein Stück weit, ja? Muss man sich immer den Einzelfall angucken, aber es wäre jedenfalls in jedem Fall falsch, jetzt zu behaupten, ja gut, wenn die keine Rinder mehr züchten da auf der Hochebene, dann ist das für die CO2-Bilanz sehr, sehr positiv. Netto ist es wahrscheinlich positiv oder wäre es positiv, wird ja nicht so kommen, aber weniger intensiv, als man vielleicht glauben würde. Ja? Außerdem ist das bestes Biofleisch und köstlich, kann ich nur bestätigen, was da produziert wird. Und auch die Milch, oh, ein Gedicht, ein Gedicht, ja. Egal. Jedenfalls besser wäre meiner Meinung nach, jetzt muss aber wirklich mal Kritik sein, im Großen und Ganzen bin ich ja einverstanden, meiner Meinung nach wäre es definitiv besser, nicht die ganzen Rudel zu schießen. Das ist ja momentan der Plan, beziehungsweise der ganze Rudel darf geschossen werden. Ein Stück weit ist einkalkuliert, sagt zumindest Graubünden, dass man gar nicht in der Lage sein wird, das ganze Rudel zu schießen. Und das heißt, nur einzelne Tiere aus dem Rudel rausgeschossen werden und nicht der ganze Rudel. Und damit lernt der verbleibende Rest vom Rudel: Scheiße, Menschen sind kacke gefährlich, die Hälfte von uns fehlt jetzt. In Zukunft, sobald wir irgendwas mit Mensch riechen, ab in die Berge und zack weg und ja nicht dem Menschen oder seinem Vieh nähern. Das ist die Hoffnung. Ja?
Grundsätzlich ist es auch immer besser, Zeugen zu hinterlassen, wenn man einen Vergrämungs- bzw. Lerneffekt erzielen möchte. Und drum wäre es gar nicht zielführend, den kompletten Rudel zu entfernen. Dann steht der Lebensraum nämlich wieder zur Verfügung. Und im nächsten Jahr, wenn dann die Jagd beendet ist, kann es sein, dass sich da einfach ein neues Rudel bildet und zack ist es wieder da. Und das neue Rudel hat keine Ahnung, dass man die Kühe vom Urli auf der Alp nicht fressen soll, ne? Und dementsprechend wissen wir dann auch nicht, ja, gibt es keinen Lerneffekt. Deswegen immer Zeugen hinterlassen, wenn man eine Vergrämung haben möchte. Und es wird wahrscheinlich in der Praxis dazu kommen, dass Zeugen hinterlassen werden, weil sie es eben nicht schaffen, sämtliche Wölfe zu erwischen, vermutlich. Andererseits sind das Schweizer, die sind geländegängig. Das sind Schweizer Jäger, die machen das seit Jahrzehnten vermutlich, gefühlt nichts anderes, ne? Und stimmt auch nicht, die dürfen nur ganz kurze Zeit im Jahr überhaupt jagen gehen. Also das Schweizer Jagdrecht ist sehr restriktiv, nur sehr eingeschränkt möglich, da überhaupt jagen zu gehen. Gerade in den Kantonen, um die es geht, da haben sie eine Jagdzeit von etwa maximal 2 Monaten im Jahr, wo überhaupt irgendwas gejagt werden darf. Und dementsprechend auch der Wolf passt da jetzt mit diesen 2 Monaten ganz gut rein. Teilweise, je nach Kanton, ist es auch so, dass die Jagdzeit noch mal ein bisschen beschränkter ist, beziehungsweise die Bejagung des Wolfs nur im Rahmen von einer anderen Jagd auf zum Beispiel Rotwild stattfinden darf oder Reh. Ja, also da gibt es schon einige Beschränkungen, die es dann halt durchaus realistisch beziehungsweise unrealistisch machen, dass alle Wölfe geschossen werden. Und damit hätten wir dann die Vergrämungswirkung. Ich hätte es aber einfach von der Außenwirkung und weil man es doch gleich so beschließen kann, sinnvoller gefunden, wenn man gesagt hätte, pro Rudel 2 bis 3 Tiere schießen, nicht die Eltern, sondern die Jungen. Die Eltern merken sich dann, bringen ihren Jungen hoffentlich bei, Mensch gefährlich. Ja? Noch besser wäre übrigens, als ein Teilabschuss des Rudels als Vergrämungsstrategie bzw. als halte ich vom Mensch Fernstrategie eine rigorose Abschuss der Wölfe dann, wenn sie einen Rind gerissen haben oder wenn sie an der Weide aufgetaucht sind. Dass die oder dann immer nur einen Wolf wegschießen. Im besten Fall, so die Theorie, findet dann ein Lernen der Elterntiere statt, dass sie eine Korrelation herstellen zwischen wir nähern uns dem Vieh und die Menschen gehen auf uns los und schießen uns. Ja, dass das zeitlich so nah beieinander liegt, dass der Wolf kapiert, dass der Grund dafür, dass auf ihn geschossen wird, das Reißen von Vieh ist. Ja? Wenn du nämlich jetzt einfach irgendwann, und der letzte Riss ist, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen her, in den Wald gehst und auf den Wolf schießt, hat der ja keine Ahnung, warum du das tust. Er begreift zwar immer noch, dass Mensch ist gleich gefährlich, möglicherweise, hoffen wir es zumindest, so die Idee, aber er kriegt nicht auf den Trichter, dass das deswegen ist, weil er die Kuh gefressen hat, zum Beispiel. Ja, und das wäre also noch so ein letzter Verbesserungsvorschlag, wenn man dann das logistisch auf die Reihe kriegen würde, dementsprechend da dann auch eine Änderung des Jagdrechts in der Schweiz vorzunehmen. Übrigens, dass der Wolf jetzt in der Schweiz geschossen werden darf, ist die erste Änderung des Schweizer Jagdrechts, mal abgesehen vom Kanton Genf. Der hat keine Jagd mehr, keine reguläre. Es gibt schon noch eine, aber nur noch professionell und mit großen Auflagen und durch staatlich bzw. kantonal angestellte Berufsjäger sozusagen. In der Rest der Schweiz gibt es gar keinen Berufsjäger. Das sind alles Privatleute in Anführungszeichen. Aber ja, die Schweiz hat ja auch keine Armee. Sie ist eine Armee. Da ticken die Uhren grundsätzlich ja in vielen Dingen anders. Aber egal. Jedenfalls, ja, das meine 5 Cent oder vielleicht ein paar mehr zu diesem Thema. Tut mir leid, dass das ein bisschen verworren gewesen ist. Ich versuche das im Schnitt jetzt noch ein bisschen zu straffen. Und jetzt muss ich gucken, dass ich heimkomme, bevor mir jetzt wirklich kalt wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.